Also ich lese die FAZ seit nunmehr, ich denke, 40, 41 Jahren. Das ist ja mit der Erklärung der Menschenrechte kaum kompatibel, dass man sich das jeden Tag antut, aber ich tue mir das gerne an, weil die FAZ auch sich auszeichnet durch gründliche Recherche, durch Nachfragen, durch Nachhaken, durch Hinterfragen. Das mag ich sehr, obwohl ich das überhaupt nicht mag, wenn man das, was ich sage, hinterfragt, aber das ist so. Also was ich an diesem Land nicht mag, ist die Hitze, die wir heute durchwandern müssen. Was ich an diesem Land sehr mag, neben den natürlichen Vorteilen, die dieses Land bietet, ist die Art und Weise, wie Griechen auch im Widerstreit europäischer Meinungen und eben sich auseinandersetzen müssen mit internen Zwängen, behauptet hat, indem es erhobenen Hauptes durch diese Krise ging. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass man über Griechenland redet, als ob dies der letzte Schrott wäre. Das ist nicht der letzte Schrott. Dies ist eine große Nation, die darunter leidet, dass sie von einem schwachen Staat geführt wird. Und dass man hier noch Preisschilder in Euro sieht, das ist späte Genugtuung eines, der es eigentlich so haben wollte, wie es jetzt ist. Ich bin ein zuversichtlicher Europäer und habe auch, seit ich in Brüssel bin, keine Illusionen verloren, weil ich habe mir nämlich nie welche gemacht. Ich wusste, dass das alles sehr schwierig sein wird. Es wird im Übrigen auch in den Details, wie kaum jemand sieht, viel schwieriger. Aber ich bin zuversichtlich, weil ich denke, dass es doch so etwas gibt, obwohl ich den Ausdruck nicht so sehr mag, wie kontinentalen gesunden Menschenverstand. Ich stelle allerdings betrübt fest, dass der gesunde Menschenverstand sehr unterschiedlich verteilt ist in Europa. Auch kluge Köpfe schwitzen.